Yancy-Fans zum ersten Unboxing-Video des Yancy-YouTube-Kanals. Wir möchten euch heute mal ein Schmuckstück aus unserer neuen Kollektion vorstellen. Das handelt sich um die Miyako Baitcast-Rolle von Yancy. Ganz neues Modell und auch die erste ihrer Art bei Yancy. Was erwartet euch, wenn ihr euch diese Rolle zulegt? Wir schauen mal hier rein. Schön verpackt. Den Beutel entfernen wir, den brauchen wir nicht. So, und dann habt ihr hier die schöne Rolle. Natürlich, und das bitte beachten, die Rolle kommt nicht fertig bespult zu euch. Das habe ich vorbereitend einfach schon mal erledigt. Und so sieht die aus. Eine ganz erwachsene Baitcast-Rolle, die sich vor keiner anderen verstecken muss. Wir haben alle nötigen Bauteile dran. Die Sternbremse, die wichtig ist für den Drill, damit der Fisch Schnur nehmen kann. Dann haben wir hier verschiedene andere Justierungsmöglichkeiten und Bremswirkungen, die in der Rolle eingestellt werden können. Wir haben hier die mechanische, Wurfbremse, die dafür zuständig ist, dass die Spule Schnur freigibt. Wir können die also lockern und sehen dann gleich, dass die Spule sich hier frei drehen lässt, ohne dass wir die Kurbel benutzen. Ja. Mache ich mal wieder fest. Dann haben wir hier an der Seite die Magnetbremse. Im Spulenkern ist also eine Kupferspule, die sich dann magnetisch auflädt und entsprechend dafür zuständig ist, dass die Spule sich beim Wurf nicht überschlägt oder überdreht und abgebremst wird. So kommt ihr dann auch auf entsprechende Weite. Die Justierung müsst ihr je nach Können vornehmen. Ich denke, ein Tipp für den Anfang ist erstmal, dass ihr das aufs Maximum stellt, sodass die Bremswirkung sehr hoch ist. Und dann tastet ihr euch ein bisschen heran. Die mechanische Wurfbremse benutzt man zu Beginn, um das Gewicht des Köders mit der Rolle zu justieren. Wir stellen das so weit locker, bis die Schnur frei von der Rolle läuft, wenn der Köder an der Rute hängt. So, in Aktion sieht die Rolle so aus. Die Übersetzung ist 1 zu 6,2. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Falsches gesagt. Nein, 6,3, 1 zu 6,3 sogar. Also es ist eine sehr hoch übersetzte Rolle, die die Schnur sehr schnell wieder zurückführt auf die Spule. Wenn ihr die Schnur wechseln möchtet, macht ihr das hier vorne. Ihr dreht diese Schraube ein wenig auf. Toll, da hat man mitgedacht. Die Schraube ist gesichert. Da ist noch eine Feder dahinter, so dass ihr die Schraube auch nicht beim Wechsel am Wasser irgendwo verliert. Plumps, weg ist sie und dann könnt ihr die Rolle erstmal nicht benutzen. Das wäre ja auch Quatsch. Also praxisorientiert gestaltet. So, der Deckel lässt sich dann eben ganz einfach abnehmen. Da sehen wir ein bisschen vom Innenleben und die Spule selber können wir dann ganz entspannt entnehmen. Also die Zurückführung der Spule in das Gehäuse der Rolle ist auch unkompliziert. Anziehen. Fertig. Also, Yancy Miyako Baitcast, das neue Modell. Sieht schick aus und ist haptisch, also der haptische Eindruck ist auch toll. Einwandfrei, lässt sich nichts Schlechtes zu sagen. Wie sie am Wasser ist, probieren wir natürlich für euch aus. Das wird allerdings noch ein bisschen dauern, wir haben ja im Moment schon Zeit.
in fast allen Bundesländern. Aber die Hechte warten und dieses Gerät wird euch sicherlich Spaß machen. So, mit dazu im Programm haben wir die Miyako Baitcast Rute mit dazu zum Jerkbaiten. Ganz fein, 2,10 Meter, sehr leicht, hat den entsprechenden Griff unten dran, um die Rolle kontrolliert zu führen. So, und wenn wir jetzt unsere Rolle einfach mal anschrauben, dann sehen wir das Ganze mal komplett. So, so sieht das dann aus. Ich würde sagen, macht eigentlich einen schlanken Schuh. Sieht gut aus. So, was ich vorhin noch nicht erwähnt hatte, war die Freilauftaste. Wenn ihr also werfen wollt, dann haben wir hier die Freilauftaste, klack, runterdrücken, dann kommt der Wurf und die Freilauftaste ist auch so angeordnet, dass man hier schnell mit dem Daumen die Spule etwas abbremsen kann, sodass es nicht zum Überschlag kommt. Und dann solltet ihr eigentlich auch was ich vorhin nicht erwähnt hatte, war die Freilauftaste, die zum Freigeben der Schnur für den Wurf dient. Runterdrücken, werfen und interessanterweise, die Freilauftaste ist natürlich so angeordnet, dass man hier mit dem Daumen den Spulenkern auch ein bisschen abbremsen kann, sodass die Spule sich nicht überschlägt und ihr da keine Schnurperücke habt. Aber wie gesagt, hilft da auch die Magnetbremse entsprechend, was den Wurf angeht. So, danach einfach anfangen zu kurbeln, die Freilauftaste wird wieder entriegelt und dann kann es losgehen mit hoffentlich dem Drill. Also, Jensi Miyako, ein Schmuckstück. Was ihr hier sehr schön sehen könnt, ist die gerade und regelmäßige Schnuraufwicklung, was ja auch wichtig ist. Bei günstigen Rollen ist es oftmals so, dass die Schnur hier nicht gleichmäßig auf der Spule verteilt wird und dann habt ihr natürlich am Wasser unter Umständen Probleme. Das haben wir hier nicht so. Also, viel Spaß mit dieser Rolle. Bis zum nächsten Mal.